Hier ist der Dr. Einstein, heute mal im neuen Video, und zwar habe ich heute von Sikotec hier diesen großen Karton bekommen. Hier drin befindet sich der Total Iron 10100 Pro und das ist eine sogenannte Dampfbügeleisenstation, und die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Ist ganz nice, hat einige Funktionen, die ich so noch nicht kannte, das muss ich ehrlich zugeben, ich bin ja auch nicht der so viel bügelt, aber sehr, sehr geil das ganze Teil. Dranbleiben, viel Spaß damit. Kommen wir mal zur Bügeleisenstation. Ich werde euch hier einige Bilder einblenden. Ich habe das Ganze aufgebaut. Ist ein bisschen schwierig vor Ort, alles so zu zeigen. Ich denke, wenn ich da einzelne Bilder hier einblende oder Videos einblende, kommt es ein bisschen besser rüber. Ja, fangen wir mal ganz typisch an mit der ganzen Station. Wir können hier nämlich erst einmal das Ganze auf- und zuklappen. So verstaubt man das Ganze. Auf der Rückseite befindet sich dann an der Bügelstation dann ein Fach, da befindet sich dann zwei Leintücher drin, und man kann auch hier diesen Aufsatz für feine Stoffe hier verstauen, und dementsprechend, wenn man fertig ist, auch das Bügeleisen oder beide Bügeleisen hier aufräumen. Auch für das Kabel unten ist ein Fach da, damit wirklich alles aufgeräumt wird, dann klappt man die Flügel nach unten und man kann es natürlich sehr, sehr schön irgendwo verstauen. Ja, bevor es dann losgeht, müssen wir natürlich den Tankbehälter an der Vorderseite füllen. Der hat 5,5 Liter fast der. Da passt einiges rein, den füllt man auf, tut man rein, und dann schaltet man natürlich die ganze Station ein. Wenn man sie eingeschaltet hat, sehen wir sehr schön, wie hier leider durch die Aufnahme blinkt es ein bisschen. Tut es natürlich in echt nicht, da leuchtet es durchgehend, ist leider Gottes jetzt bei der Aufnahme so entstanden. Man kann es aber dennoch erkennen, wir haben hier verschiedene Funktionen zwischen Bügeln und ja, mit Gebläse, ohne Gebläse, das zeige ich euch gleich mal, und auch die verschiedenen 5 Programme der Stoffe. Dann fangen wir auch direkt gleich damit an. Wenn das Bügeleisen nämlich bereit ist, nämlich für das Dampfen, dann leuchtet es von rot auf blau, schaltet es um. Das haben beide diese Funktionen, also auch das Vertikalbügeleisen hat auch hier eine LED-Lampe, wie auch das normale Bügeleisen. Ja, im Anschluss, wenn wir dann Dampf bügeln, ist standardgemäß, wenn wir das aktivieren, das Gebläse aktiviert. Das ist auf der Unterseite vom Bügeleisen, das kann saugen und blasen. In dem Beispiel jetzt hier bläst es das Hemd auf, wir können drüber bügeln. Funktioniert recht gut. Ich bin, wie gesagt, auch kein Bügelprofi. Meines Erachtens nach funktioniert es wirklich ganz gut, und man kann natürlich das Ganze auch umschalten, und dann saugt es das Hemd praktisch so förmlich ans Bügelbrett. Ja, diese zwei Funktionen gibt es natürlich, und dann kann man natürlich sehr schön drüber dampfen. Wir haben auch zum Einstellen das Mini-Bügeleisen direkt oben drüber für kleinere Sachen, wo man ein bisschen anders handhaben möchte. Das kann man nach Belieben verstellen und schwenken, wie man es gerade braucht, und kann auch natürlich auch das ganze Bügelbrett unten über die Fußtaste dementsprechend auf seine Höhe einstellen. Für mich 1,80 Meter, überhaupt kein Thema die Höhe. Ich denke auch kleiner und größer, überhaupt kein Thema. Wir haben hier sehr, sehr viel Spielraum, was das Ganze angeht, und ist natürlich dann dadurch, dass es stufenlos verstellbar ist, nicht wie ein typisches Bügelbrett für jedermann. Ja, ansonsten haben wir natürlich hier 2200 Watt, das brauchen wir für die Erzeugung vom Dampf. Wir haben hier 5 Bar Druck, was hier an Dampf durchgeht, und das nochmal als so kleine Nebennotiz. Und dann kommen wir auch gleich zu diesen Vertikalbügeleisen. Das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Man kann hier das Hemd im Endeffekt hier aufhängen und kann dann hier mit dem Dampf-Vertikalbügeleisen hier das Ganze, ja, dampfglatt bügeln. Dampfen. Bügeln tut man da im Endeffekt nicht, da tatsächlich funktioniert es mit dem heißen Dampf, da hängt sich das Ganze hier so faltenfrei aus. Ja, das sind schon die eigentlichen Grundfunktionen von unserem Bügeleisen. Wir haben gesehen, wir haben hier die verschiedenen Programme, die kann man auch am Bügeleisen direkt über so einen Mode-Knopf oben drüber auch auswählen. Da muss man sich jedes Mal bücken und an der Station irgendetwas in der Art hier aktivieren. Geht auch hier drüber, lediglich das Aufblasen, und die Stimme kann man auch abstellen. Das Aufblasen, das Ansaugen, das muss man einmal an der Station einstellen, aber die verschiedenen Stoffe, wenn man dann später bügelt und man hat seins gefunden, womit man am besten klarkommt, kann man dann über Leinen, Wolle und so weiter hier über den Druckknopf einstellen. Ja, das eigentlich soweit schon zum Bügel,
Dampfstation, das ist ein ganz schwieriges Wort. Und da müssen wir jetzt sagen, jetzt habe ich, glaube ich, schon alles erwähnt. Beim Wasser, glaube ich, habe ich auch erwähnt, dass da, glaube ich, das Ganze zerstäubt wird. Das heißt, wir haben hier, dass hier der Kalk im Endeffekt zerstäubt wird durch die Vibrationen. Empfehlen würde ich natürlich kalkarmes Wasser, am besten noch destilliertes Wasser. Dann hat man auch die Probleme nicht, dass sich hier irgendwas absetzt. Eine Empfehlung von mir. Ja, ich denke, ich habe das soweit auch alles, glaube ich, hereingepackt. Man hat gesehen, was die Station so kann. Ist wirklich nicht so kompliziert, ist relativ einfach gehalten, was auch sehr gut ist, was die einfache Bedienung angeht. Und ich finde auch die Verarbeitung recht gut, hochwertig auch. Ist zwar alles Plastik, aber ich möchte ja auch da nichts aus Metall haben. Man muss ja auch das Ding hoch und runter heben. Ich finde auch das Bügeleisen ist auch sehr leicht und angenehm. Nicht so schwer, kann damit, wie gesagt, sehr gut umgehen. Das ganze Brett ist eigentlich auch hochwertig und auch wenn es aus Hartplastik ist, muss ich trotzdem sagen, dadurch wirkt es jetzt nicht weniger qualitativ, als wenn es aus Eisen wäre. Im Gegenteil, oftmals hat man hier so einfaches lackiertes Metall und hier tatsächlich habe ich eher den Eindruck, dass es hochwertiger nicht nur erscheint, sondern auch ist. Funktioniert auch blendend und ich kann es auch so gerne weiterempfehlen. Ja, das von meiner Seite. Ich hoffe, euch habe ich einige Informationen mitgeben können und nicht vergessen, abonnieren, Daumen hoch und wieder einschalten. Euer Dr. Einstein.